Genau, zu Beginn einfach mal alles auflegen, gucken, ob die Lieferung vollständig ist, immer ganz wichtig. Und dann die Madenschrauben etwas rausdrehen aus den Gewinden. In Step 1 braucht ihr das Rohr mit beiden Gewinden auf den Seiten, das Rohr X und den Verbinder F. Dieser wird dann auf eine Seite des Rohres draufgeschraubt. Den Vorgang müsst ihr dann dreimal wiederholen. Dann den T-Klemmen und den Cross-Verbinder auf die Rohre schieben. So sieht das dann von oben aus. Dann schnappt ihr euch einen Teller mit dem Anti-Rutsch-Pad, zieht bei diesem die Folie ab und klebt das Pad dann mittig auf den Teller. Die Teller kommen jetzt auf das andere Ende des Rohrs. Im nächsten Step braucht ihr das Rohr S2 mit dem Loch in der Mitte und dem Gewinde nur auf einer Seite und zusätzlich den Kunststoffeinsatz. Dieser kommt jetzt auf die Seite des Rohrs ohne Gewinde. Dann nehmt ihr euch die weiteren T-Klemmen und den Cross-Verbinder und schiebt den auf dieses Rohr. Jetzt werden die beiden Rohre einfach nur noch miteinander verbunden. Im nächsten Step braucht ihr das Rohr S1 mit dem Gewindestift und fädelt das in das Rohr auf, sodass die Löcher übereinander liegen. Hier braucht ihr jetzt die kleine Hülse und schraubt diese fest. Dann dreht ihr eure S1-Stange so weit raus, wie ihr sie benötigt und richtet schon mal ein bisschen die T-Klemmen oder die Verbinder allgemein aus, dass sie ungefähr auf der gleichen Höhe sind. Sieht man jetzt hier ganz gut. Die werden dann im finalen Step justiert. Genau, dann geht es schon an die Querstangen. Diese werden auch erstmal leicht festgeschraubt, sodass alles schon mal hält. Sieht man in dem Step ganz gut. Die mittlere Madenschraube ist schon leicht fixiert und die äußere machen wir jetzt auch fest. Dann braucht ihr noch die Teller für den Boden. Hier auch mit den kleineren Anti-Rutsch-Pads. Klebt die auf, drückt die ein wenig fest. Und schraubt diese dann erstmal provisorisch, also etwas leichter, an die S1-Stange. Und dann habt ihr es eigentlich schon fast. Stellt die zusammen mit einer weiteren Person schon mal auf, richtet sie so aus, wie ihr sie möchtet und dreht dann hier, ganz wichtig, die Madenschraube nochmal locker, um dann anschließend die S1-Stange noch final zu klemmen. Noch ein bisschen rausschrauben, beziehungsweise mit dem Inbus über den Hebel noch richtig gut einspannen. Und dann zu guter Letzt natürlich die Madenschraube festziehen, nicht vergessen. Hier kann die jetzt schon sehr festgezogen werden. Im letzten Step richtet ihr noch die Querstangen aus mit Hilfe der mitgelieferten Wasserwaage und fixiert die Querstangen. Wir empfehlen, die Loftmodelle an der Decke zu befestigen. Und dann seid ihr schon fertig mit eurer neuen Loft 2. Viel Spaß und bei Fragen gerne direkt an uns wenden.